Schön, dass wir dabei sein. Herzlich willkommen zurück zu 7 Days. So, ich bin immer noch dabei, hier die Sache von der Horde nach wegzuräumen. Das ist jetzt aber der Rest. Das ist eigentlich hier nur noch Messing, was ich hier reinschmeiße. Das kann auch gleich einschmelzen. Ist ja schon wieder gut leer, die Schmiede. So, das hätte ich. Ich habe meine Waffen hier wieder eingesteckt, die ich hatte. Ich musste mir ein paar neue Reparaturkits machen, um den ganzen Kram zu reparieren, was wir da gekriegt haben. So, das leere Glas muss noch weg und dann würde ich gleich einmal nach dem Beton gucken. Hier hat er nichts drin. Na gut, hier läuft noch. Die 4000, aber ich hatte doch mehr, oder nicht? Oder habe ich es vergessen anzusetzen? Kann natürlich auch sein. Da müsste ich mal gucken. Vielleicht ist das aber auch in der Kiste hier. Es ist hier drin. Okay, wir haben eine ganze Ecke. Das sollte reichen, um den Rest fertig zu machen. Das machen wir aber nicht jetzt, weil wir haben in letzter Zeit so viel gemacht. Das hier, ehrlich gesagt, man auch mal ein bisschen Abwechslung braucht. Wir haben ja jetzt Zeit. Wir haben ja wieder 7 Tage Zeit. Die Horde ist erstmal vorbei. Da solltest du nicht rauf. Ich nehme hier einmal kurz ein bisschen Geld mit, weil der hat ja Reset jetzt. Und das ist der ganze Kram von der Hordennacht, was weg kann. Das werden wir jetzt gleich alles mit verkaufen. Dip, 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 dip. So, hatte ich eigentlich die Punkte verteilt? Ja, anscheinend ja. Zumindest haben wir 0. Die kreisen Geier um 2 sogar. Was wollen die denn hier? Naja, soweit ich weiß, greifen Geier eh nur an, wenn man selber irgendwie verletzt wird. Also sollen die da rumkreisen, so viel sie wollen? Auch wenn es mich wundert, wir hatten hier noch nie einen Geier. Aber gut. So, dann bin ich mal gespannt, was er Neues hat. So, mein Freund. Erstmal verkaufe ich dir hier alles. Das kannst du haben. Das. Ja, ich weiß, da sind jetzt nicht überall Mods drin. Liegt aber daran, dass wir kaum noch Mods haben. So, den kannst du haben. Den kannst du haben. Den Bamfi auch. Das, das. Hier, das ganze Geld. Zack. Den nochmal. Den nochmal. So, das da unten ist meiner. Den gucken wir mal. Messingwasser hin, den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Da ballert was rum. Klebeband, Militärstoff. Naja. Die Bücher habe ich auch schon. Die ebenfalls. Eisensperrstufe 6. Ja gut, das sind die Sachen, die ich verkauft habe. Und Geheimvorrat. Fahrradfahrwerk, Motorradfahrwerk. Die Bücher habe ich. Stallpfeile, Scharfschützengewehr, naja. Die Bücher habe ich ebenfalls. Scheinwerfer, ja, Bauplan Magnum. Bauplan Granate, ich meine, das sind so Sachen, die nutze ich sowieso nicht. Reparaturkits habe ich 15 Stück. Der hat nicht wirklich was Brauchbares. Kettensägen, ja gut, aber habe ich auch nicht erwartet. Questmäßig hat er wahrscheinlich wieder nur die Fabriken, die haben wir ja schon alle durch. Fabrik. Und du? Ebenfalls Fabrik. Du hast auch Fabrik, das war klar. Und das waren, glaube ich, 3er, 4er ist das. Die Schule mal wieder. Ja, die haben wir aber auch schon so oft durch. Ich werde mich mal so ein bisschen umgucken. Dann können wir auch gleich mal beim anderen Trader gucken, ob es irgendwas Brauchbares gibt. Worauf hat denn der Gute hier eigentlich geschossen? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, meine Schrotflinte hat auf irgendwas geschossen. Ich weiß nicht auf was. Aber auf irgendwas definitiv. So, das Problem ist halt auch, ich will nicht immer mit so viel Geld rumfahren, aber ich will es auch ungern hier lassen, weil falls ich was Gutes finde, was teuer ist, brauche ich das Geld. Wir haben eigentlich 20, 40, 60, 80, 100, 120, 130.000. Das lässt sich doch sehen. So langsam. Ah, ich fahre mit dem Motorrad. Jut. Du bist bestimmt fertig inzwischen? Na, so gut wie. Den Rest kann er später schmelzen. Ich mach's ihm mal aus. So, dann hätte ich alles einstecken. Ne? Dann guck ich mal. Obwohl wir uns ja noch gar nicht richtig umgesehen haben, ist hier im Zerstörten. Aber ehrlich gesagt will ich mich da auch gar nicht richtig umsehen. Ich mag das überhaupt nicht. Hier unten sind wir auch noch nicht komplett gewesen. Da sind wir noch gar nicht gewesen. Vielleicht mal ein bisschen weiter wegfahren. Ich habe vergessen, wo die Wüste ist. Da. Da waren wir auch noch nicht wirklich drin, aber das ist auch am Arsch der Welt, ehrlich gesagt. Ich würde gerne hier diese City hier mal durchforsten. Diese hier. Aber vorher einen Abstecher bei Jen mal machen und gucken. Ich sage, fahren wir da mal kurz hin. Mit dem Motorrad ist man ja relativ schnell hingefahren. Der geilert alles. Benzin ist eingeladen. Kann ich auch gleich tanken, bevor ich losfahre. So. Aua. Sag mal.
Die greifen doch nur an, wenn man verletzt ist. Ich meine, Ruhe, tanken kann man hier. Okay, der wurde gerade von meiner Schrotze erschossen. Dann hat die auf die Geier geschossen, wa? Weil er hier runterkam. Die ist hier auf dem Bereich eingestellt. Was wollen die denn von mir? Wenn man mal einmal nicht aufpasst, dann kommen diese kleinen, miesen Wichtigtour. Was reicht mir das? Na, ich hab's nicht so mit Zielen. Jetzt. So, haben wir diese kleine Wichtigtour. Scheiß auf Fleisch, davon habe ich genug. So, darf ich jetzt weiter tanken? Danke. Rest kommt hier wieder rein. Ja, sind wir zumindest voll. Würde ich sagen, besuchen wir einmal Jen, gucken, ob sie irgendwas Neues hat. Da kommt der Nächste. Naja, wenn man abgelenkt ist, dann kommen sie. Ich fahre über die Straße. Würde ich sagen, sehen wir uns gleich bei Jen wieder, weil das ist doch schon eine ganze Ecke und hier über Berg und Tal und Stock und Stein und durch Wasser und wer weiß nicht, wo wir noch überall durch. Wir sehen uns da gleich wieder. So, davon ist doch die Güte. Also zumindest haben wir schon mal in die City geschafft. Das ist aber eine Strecke. Ich bin hier gerade quer durch die Pampa gefahren. Das ganze Stück hier, zumindest das ist so extrem hügelig. Hier geht's ja noch, hier bin ich größtenteils die Straße gefahren, aber hier... Oha. Gut, aber wir waren hier ja schon ein paar Mal in der City. Ich will jetzt ja nicht hier in der City gucken, wie ich ja eben sagte, sondern da unten in der, die wir so gut wie gar nicht aufgedeckt haben. Ich will nur einmal kurz gucken, ob sie hier irgendwie was Brauchbares hat. Und was essen sollte ich mal? Drücken wir uns mal eine gute Schemmsuppe rein. Um auch gleich ein Schlückchen dazu trinken. Wo die Suppe bringt auch ein bisschen, aber nicht viel. So, dann gucken wir doch mal, ob sie irgendwas Brauchbares hat. Wir können auch gleich in ihrem Automaten mal gucken. Vielleicht hat sie ja irgendwelche Loot-Dinger oder sowas, die nicht viel bringen, meiner Meinung nach. Darf ich dein Inventar sehen? Schnitterschnall, Drahtwerkzeug, große Rohre, Zement, Pflastersteine. Naja, das brauche ich nicht alles unbedingt jetzt. Messbecher sowieso nicht. Penner-Eintopf, Kneipenschlägerei Band 7. Wenn du Bier trinkst, wird deine Sicht nicht länger unscharf und dein Rausch hält doppelt so lange an. Na, das ist schon mal nice, dann muss ich gleich nochmal Geld holen. Betonmischung. Ja gut, Schemmdosen. Aber ansonsten hier nicht, da gucke ich nochmal Geheimvorrat. Ein Buch hätten wir da ja schon mal. Schmelzzickel brauche ich nicht, die Ausschlagzünder auch nicht wirklich. Ah hier, ne, doch nicht. Ich dachte erst, da wäre ein Buch, aber es ist ja nur ein Bauplan für den Eisenvorschlaghammer. Fahrrad hätte sie. Die Bücher habe ich auch schon. Naja, zumindest hat sie ein Buch. Gut, dann hole ich mal kurz ein bisschen Geld, kaufe das eine Buch und dann werden wir mal weiter nach unten in die Stadt, mal sehen, was wir da haben. Ah, da reicht auch das. Was ich ja immer noch hoffe, dass irgendeiner der Trader irgendwann mal einen Trakumschrubber kriegt. Ich bin zwar nicht ein großer Fan von dem, aber ich möchte gerne alle Fahrzeuge haben und später so einen richtigen Fuhrpark bauen. So, das Buch war hier. Einmal kaufen. Danke. Lernen. Und das haben wir jetzt auch voll. Sehr schön. Kneipenschlägerei war das. Jo. Der siebte Fluch. Ah ja. Entfesselt ein inneres Ski. Mit dieser uralten Kampfkunsttechnik der siebte unbewaffnete Schlag innerhalb kürzester Zeit verursacht 300% Schaden. Naja, gut, Gott, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber Buch ist Buch. Dann gucke ich hier nochmal im Automaten bei ihr. Gefängnisausbrecher, die sind gar nicht mal so schlecht. Heimtückische Kätzchen, Schleichschaden brauche ich jetzt nicht unbedingt. Augenschmaus, Beutebonus, gleich zweimal, nehme ich mit. Und den Rest kannst du behalten. So, wo ist denn? Da ist mein Motorrad. Ja gut, Geld kann rein. Die beiden lasse ich mal einstecken fürs Looten. Du kannst von mir aus rein, genau wie du. Und dann mal... hier, die City hier. Die haben wir noch so gut wie gar nicht durch. Das ist ja von hier auch nicht weit. Das fahren wir jetzt zusammen. Ich habe da einen Wegpunkt gesetzt. Los geht's. Dann sehe ich ja mal... Hoffentlich mal was Neues. Es gibt ja noch ein großes Stufe 5er Gebäude, was ich noch nirgendwo entdeckt habe. Das sogenannte Higashi-Gebäude. Da würde ich hier gerne mal rein. Ich habe keinen blassen Schimmer, wo es steht. Das kann ja überall und nirgends stehen. Es ist halt auch Glückssache, ob es mit generiert wurde, aber...
Ich würde gerne mal rein. Aber das habe ich echt noch nicht gesehen. Oder wie heißt das? Higashi, Hirashi, irgendwie so? Fahr da mal auf die Straße, ne? Führt doch direkt dahin. Jo, tut sie auch. Wir gucken uns hier mal ein bisschen um. Hier waren wir nämlich definitiv noch gar nicht. Ah, das erste, was ich gerade sehe, ist ein Al Capone auf der Straße. Ziemlich großes Haus. Das ist eine Fabrik oder sowas. Das ist aber echt ein großes Haus. Ja. Oh, man sollte auch mal nach vorne gucken. Naja, wir gucken uns hier erstmal um. Vielleicht finden wir hier was Interessantes. Irgendwas, was wir noch nicht gesehen haben, was sich auch mal lohnt. Zum Beispiel ein Militärstützpunkt oder was ist das? Naja, das ist die Feuerwehr, ne? Das ist die Feuerwehr. Militärstützpunkte haben wir auch nicht wirklich viele. Wäre auch mal schön, was zu finden. Ist das eins oder ist das ein Parkplatz? Hier ist nochmal das große Hotel, das hatten wir aber auch schon. Ne, es ist ein Parkplatz oder sowas. Schrottplatz. Die Stadt scheint größer zu sein, als es erst aussah, ja. So klein ist die nicht. Oh, guck mal, sieh mal an, was hier noch rumsteht. Sieh mal an. Den muss ich mir doch glatt markieren. Hier steht ein Trailer. Okay, Moment. Das wusste ich jetzt nicht. Wiegpunkt speichern. Das ist Joel persönlich, ne? Sehr schön. Kann man ja auch gleich mal Lugi machen, was er hier hat, ne? Ich wusste nicht, dass hier noch ein Trailer ist. Aber wie gesagt, es sollen hier angeblich 10 Stück sein. Hast du irgendwas Brauchbares? Nägeln, Beton, Stahlgerüstrahmen, Minen. Hier jedenfalls nicht. Jalousien. Ah, auch nicht unbedingt. Ah. Naja, brauchbar ist das nicht, mein Freund. Und du? Hab ich. Hab ich ebenfalls. Gut, du hast nichts Brauchbares. Aber gucken schadet ja auch nicht. Hast du hier irgendwelche Quests? Apartment Brick 6. Apartment Brick 6? Was wir immer hatten, war nicht Apartment Brick 6, ne? Oder? Ich nehme es mal an, ich kann die Quest ja immer noch abbrechen. Sehen wir ja, was es ist. Wenn es das Apartment ist, was wir schon mal hatten, denn natürlich hat sie es erledigt. Das mache ich nicht nochmal durch. Aber gucken kann man ja mal. Ah, davon ist wieder das zerstört oder ist das verbrannte? Ah, dann mal. Ich will da mal kurz Luki machen. Bin ich mir gerade nicht so sicher. Was ist das verbrannte? Alles klar, dann haben wir das auch schon gefunden. Ja, eindeutig. Ah, hier in der City scheint doch schon so ein bisschen was zu sein. Tanzstudio, da ist auch noch so ein Apartment. In dieser Stadt sollten wir uns öfters mal umgucken, wenn die Musik so weit weg wäre. Noch ein Kaffee. Das ist das, wo wir drin waren, oder? Dann breche ich die Quest ab. Ich will ja nun nicht zweimal das gleiche machen. Ich wollte ja nur gucken. Ja, das ist sogar genau das, wo wir schon drin waren. Guck mal hier. Hier stehen noch unsere Frames. Ja. Naja, okay, gut. Das ist sogar exakt das gleiche. Die Quest breche ich ab. Ich wollte ja auch nur wissen, ob es was anderes ist oder ob es das ist. Quest entfernen. Danke. Ja, gucken wir uns hier mal ein bisschen weiter um, was hier noch so rumsteht. Ne? Hier vorne in dem Bereich waren wir ja schon. Müsste also mehr mal nach hier oben. Hier ist auch so eine kleine Shumway-Fabrik, was es da ist. In erster Linie wäre auch mal sehr schön Militärspitzpunkt. Ne? Hier ist noch eine Ölfabrik. So, hier. Da ist noch ein Wasserwerk. Was haben wir hier noch? Da ist noch so ein Booby-Trap. Hier ist noch so ein kleiner Turm.
Hier ist noch ein kleiner Pop und Pilz und ein Schlachter. Ja, gut, das haben wir alles im Moment nicht wirklich nötig. Hier ist noch so ein Charmwell. Hier ist noch ein Crackybook. Das wäre natürlich nice. Das wäre sehr nice. Aber ist das nicht der, den ich schon mal hatte? Nein, sonst hätte ich ihn markiert. Militärstützpunkt haben wir hier, glaube ich, auch nicht. Aber da würde ich schon gerne mal rein, wenn ihr nichts dagegen habt. Da würde ich sehr gerne noch mal rein. Das ist der große Crackybook. Dürfte zwar jede Menge Papier geben, aber darum geht es mir auch nicht. Um die letzten paar Bücher voll zu kriegen. Lass mich doch mal rein da. Hallo? Okay. Hier nochmal. Looten wir. Irgendwo sind hier schon Zombies. Die werden sich schon melden. Papier brauchen wir sowieso. Da fällt mir ein, ich habe vergessen. Ich hatte doch beim letzten Mal Schrot hergestellt. Ich wollte doch Schrotmuni machen. Schrotflintenmuni. Naja, gut, dann mache ich es beim nächsten Mal. Jetzt gibt es wenigstens Papier dafür. So, ist da was drin? Jo, Papier. Wer hätte es gedacht? Ach ja, die waren ja mal von beiden Seiten. Hier ist noch was. Ah, ich hoffe ja, dass wir zumindest mal ein, zwei Bücher hier kriegen, die wir noch nicht haben. Da ist noch was. Da ist, kommt auch gerade unser Airdrop. Und da kommt Zombie-Besuch. Ih, was war denn das für eine kackbraune Hose? Mutti, Hallöchen. Haben wir noch mehr? Hört sich ganz danach an. Oh, Hallöchen. Irgendwo knüppelt sich einer auf. Ja, natürlich. Lass die Kasse heil, Junge. Es ist nicht dein Eigentum. Hier. So, darf ich jetzt weiter looten? Aber Moment. Ich habe hier so eine widerliche Shorty-Hose. So eine... So, weg. Farbe weg. Das muss doch nur echt nicht sein. Der kann auch gleich weg. Steinspeer, Alter. Aber du kommst mit. Papier, Papier und nochmals Papier. Das hab ich schon. Da ist nochmal Papier. Aber was hier nicht am Papier gibt. Ne? Oh, warte mal, das hatte ich aber noch nicht. Das war, ach, für den Mod-Tank da. Okay, lernen wir. Sehr schön. Hier ist nochmal Papier. Da ebenfalls. Jo, genau wie da. Leer, leer. Die Mitte mache ich gleich. Da ist nochmal Papier. Hier liegen ja auch noch Bücher. Mhm. Da ist nochmal was. Hatte ich schon. Hier. Na gut, jetzt hier noch was zu finden, was wir nicht haben, das ist sehr, sehr schwer. Das ist halt reine Glückssache. Wir haben fast alle Bücher voll. Ich wette, da oben steht Zombies, auch wenn ich sie gerade nicht sehe. Werden wir ja sehen, sobald wir in die Mitte gehen, ob da was runterkommt. So, da ist noch was. Hängt das hier zusammen oder was? Habe ich ebenfalls schon. Hier wäre noch was. Oh, gut, zumindest haben wir keinen Papiermangel. Gucken Sie mal an, da ist ein Halbi und das Buch hatte ich schon. Warte, Halbi, ich bin noch fertig, nicht fertig mit Looten. Ah, bis der hier ankommt, habe ich alles durchgelootet. Halbi ist ja nun mal nicht der Schnellste. Sag ich doch. Ne, Halbi? So. Alter, habe ich mich erschrocken. Wo kommst du denn auf her auf einmal? Gib doch gefälligst mal Laute von dir und schleich dich nicht so an. Alter. Wo war ich jetzt? Hier, ne? Ja, hier hatte ich schon, ne? Ist ja schlimm. Ist ja schlimm. Bist du da noch drin? Ey, wieso bricht denn da der Vorhang weg, wenn ich hier aufmache? Vor allem, was macht ein Biker in der Kinderecke?
Das ist eine gute Frage, ne? Habe ich auch schon. Habe ich ebenfalls schon. Ah ja, gut. Haben wir wieder so einiges zu verkaufen. Wir haben hier ja auch einen Trader, wie wir eben gefunden haben. Da wäre noch was. Hier wäre noch was. Hier ebenfalls. Lag hier noch was auf dem Boden? Nee, ne? Nee. Ah, mit dem Shorty habe ich mich überschrocken. Schlimm, schlimm, schlimm. Wenn es irgendwann mal ein Spiel schafft, mich ins Jenseits zu befördern, dann ist Seven Days, weil ich die Zombies nicht mitkriege und ich mich erschrecke. Ach komm. Ich werde ja wohl ein brauchbares Buch mal irgendwo finden. Eins reicht mir ja schon. Ja schon, die sind auch alle nein. Aber die, ne? Ja. Denn hier nochmal. Da nochmal. Wie viel Papier haben wir schon? 667, okay. Das ist schon eine ganze Ecke. Die sind auch. Den hatte ich auch. Nein. Hier liegen noch ein paar Bücher. Zack. Hm, hatte ich auch schon. Hatte ich ebenfalls schon. Ah, es ist nicht einfach, was zu finden, was man noch nicht hat. Hier irgendwas drin. Naja, ein Bücherregal. Ah, hier liegt noch was. Also in den heutigen Crackybooks gibt es echt nur mehr Papier als Bücher. Der ist noch. Der ist leer. Hier ist leer, hier ist leer. Aber hier liegt noch was auf dem Boden. Die habe ich alle. Gut, 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 gut. Denn hier noch die Bücherregale, Bücherstapel meine ich. Dann bin ich auch schon fast durch. Ja, die habe ich, gut. Wow. Ein Rezept für eine Mod, die wir nicht unbedingt brauchen, weil wir sie in Massen haben. Hat sich gelohnt. Eigentlich kein Stück. Hier denn nochmal? Naja, gut. Das habe ich auch schon. Zumindest haben wir jede Menge zum Verkaufen. So. Bevor ich jetzt in die Mitte gehe, hier liegt noch was. Habe ich auch schon. Habe ich schon. Na, wo seid ihr? Sag ich doch, da ist was in der Mitte. Und sogar grüne. Okay, komm mal her. Didim, didim. Vor allem die Mucke läuft länger, als die Zombies da sind, ne? Oder ist hier noch irgendwo ein Zombie, den ich vergessen habe? Da kommt noch was. Gucken Sie mal an. Hey, Halbi. Hey, hallo Blondie. Tschüssi. Gut, dann gehe ich hier einmal Lucky Lucky machen. Naja. Ah, ich habe schon gesehen, einige sammeln extrem viel Plastik. Wofür braucht ihr so viel Plastik? Das ist eine gute Frage. Ich habe das Zeug in Massen und brauche es so gut wie nie. Also Messing kann ich ja verstehen. Das braucht man für Munition. Aber Plastik? Ja gut, ein paar wenige Mods kannst du daraus herstellen. Aber die meisten Mods findet man sowieso. Das lohnt sich gar nicht, die herzustellen. Absolut nicht. Hier liegt noch Muni. Ah ja, die lohnt sich ja nicht mehr zu verkaufen. Weg damit. Ich glaube, ich bin da schon so gut wie voll durch die ganzen Bücher, ne? Man, die Tür nehme ich gerne mit, wegen Messing, ja. Der geht nicht. Da konnte ich jetzt zwar schon abbauen, kommt Stall raus, aber wozu? Stall kann ich selber machen. Habe ich sogar in Massen zu Hause. Alter. So, da ist gleich garantiert auch noch was. Ich mach mal kurz die Schotte dicht, damit ich in Ruhe looten kann. Da ist noch was. Ah. Ist jetzt nicht so der Brüller hier. Das Düschen kann gleich weg. Ein bisschen Kaffee hoffentlich.
Naja, immerhin Kaffeepulver. Da ist nicht mal Farbe drin, ne? Weg. So, gut. Ich mach mal kurz Abstecher zum Motorrad. Weil ich glaube, da geht da hinten noch weiter. Vielleicht finde ich ja doch noch irgendwo ein Buch, was ich nicht habe. Oh ja. Ja, gut. Messing und so lasse ich mal einstecken, aber der Rest, dann können wir die gerne alle gleich nachher verkaufen, hier bei dem Trader. Die Muni kann damit rauf, ehrlich gesagt. Zumindest ein Teil. Da geht hier alles rein. So, Eisen lasse ich auch mal einstecken, da kommt eh noch mehr. Papier wahrscheinlich auch, aber es ist eh fast voll. Die Stacks. Hier, das habe ich voll, das behalte ich mal. Wo kommt denn der Stein her? Na, mehr passt eh nicht rein. Schon wieder komplett voll. Durch die ganzen Rezepte. Werden wir alle verschäbeln. Machen wir hier weiter. Hallo? Keiner da? Okay, nehme ich eure Türe mit, wenn ihr nichts dagegen habt, ne? Hat sich ja keiner beschwert. Messing! Moment! Messing muss mit. Sehr schön. Hier noch was drin? Ah, gut, aber die kann man zumindest verkaufen. Hier werde ich gleich Lucky Lucky machen. Ist hier noch irgendwo jemand? Oh, tatsächlich? Hallo, du bist wohl der Hausmeister hier. Wir haben geschlossen. Das gehört jetzt mir hier. So, Schissi, du bist gefeuert. Hier muss ich mich eh reinhauen. Aha. Ein paar Ankenschränke, Tresor. Oh, das habe ich noch nicht. Bauplan Eisenrüstung, okay. Einmal zum Verkaufen, einmal zum Mitnehmen. Schreibtisch hat nichts. Da ist aber noch eine Messinglampe. Die muss mit. Dankeschön. Und dich, ja, ob ich für dich jetzt meine Süßigkeit da verschwenden will, glaube ich eher weniger. Für einen kleinen Tresor lohnt sich das nicht unbedingt. Aber mal gucken, was drin ist. Irgendwie ist von den Tresoren sowieso nur Müll, egal auf welcher Game Stage. Müll über Müll. Das, sag ich doch. Kann man zwar verkaufen, aber brauchen tue ich das bis auf die Muni jetzt nicht wirklich. Da oben noch irgendwie was? Ich würde gerne das bisschen Zementchen mitnehmen, ist ja nicht viel. Das da einmal. Mal hier unten noch irgendwas? Nö. Hier noch einmal. Das war es ja schon an Zement. Und dann geht's gleich noch hoch, wie es aussieht. Ja, hier ist noch ein bisschen Blei. Ah, das Buch kann ich auch schon. Leer. Ah gut, hier unten ist kein Zombie mehr. Kann ich ebenfalls. Kann ich auch. Wie gedenkt ihr euch, dass ich jetzt von der Mülltonne da ranspringe, oder? Das kriege ich doch nie hin. Ich bin doch nie da im Springen. Ah, doch, geht. Gut. Na, hier sind doch bestimmt noch irgendwo welche. Ich vermute mal da drin. Ey, wacht mal auf, Jungs. Vor allen Dingen, ich baller hier rum und der pennt weiter. Okay. Der platzt definitiv nicht mehr. Sieh mal einer an. Ich hol dich da mal raus. Hallo Mutti. So, dich nehme ich definitiv auch mit. Da vorne sind garantiert auch noch welche. Ah, guck, die Feder kommt raus, das Ei kommt mit. Dann gucke ich da noch einmal rein. Hier ist auch noch was drin. Au! Sag mal, da bricht hier der Boden schon weg. Und dann ist die Tasche auch noch leer. Und hier sind nur schäbige Federn. Okay. Ah, die standen bestimmt hier in der Kante, die.
Oder die Zombies kamen hier raus, die da runtergefallen sind unten. Weil das schon offen ist, das sieht ganz danach aus, ne? Ist noch jemand drin? Schon wieder so einer. Okay. Der ist tot. Hier noch einer drin? Nein, da. Nee, aber ein Täschchen. Das muss mit. Weg damit. Alles, was mittlerweile unter 500 wert ist, fliegt in die Tonne. Ansonsten sehe ich hier nichts weiter, oder? Ich glaube, da ist nichts drin. Nee, dafür sieht es zu stabil aus. Hier ist auch nichts weiter, oder? Nein. Da oben vielleicht? Nö, nee, sonst wird es am Weg raufgeben. Aber ich vermute mal, hier ist noch was. Ah. Jemand da? Ich sehe keinen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass hier der Schatzraum unbewacht ist. Au. Sag ich doch. Warst du der Einzige? Oder ist hier noch mehr? Anscheinend warst du der Einzige. Okay, dann lass mal das fröhliche Looten beginnen. Naja, gut. Warte mal, ich werde hier mal eine Loot-Süßigkeit nutzen. Und den gucken wir mal durch. So, auf uns wahrscheinlich nicht viel bringt. Nö. Naja, Bücher, aber ich hab sie schon. Hier ist noch ein Bücherstapel. Papier, da ist garantiert auch noch was drin. Hier ist noch was. Ah, gut, dass ich mir nie gekauft habe. Jetzt habe ich ihn. Du kommst gleich mit. Papier, Papier, alles voll Papier. Hier ist doch fast nur Papier. Gut. Jo, alles Papier hier. Dann gucken wir mal die Bücherregale durch. Habe ich schon. Und hier habe ich noch nicht. Jetzt schon. So. Dich noch? Habe ich schon. Die Messinglampe muss mit. Okay, du musst natürlich auch mit. Ist da noch was drin? Nein. Gut, hier einmal reingucken. Da einmal reingucken. Ansonsten hatte ich alles, ne? Jo, dann gucken wir einmal rein. Das kommt weg. Das kommt weg. Das kommt weg. Der Rest kann mit. Hier nochmal. Steilschaufel Stufe 1. Weg damit. Ah, die kann man aber gut verkaufen. Motorwerkzeugteile kommen sowieso mit. Und du hier habe ich schon, habe ich nicht. So, und passt nicht. Das ist schlecht. Hier Frame kann ich mir neu bauen. Und Plastik ist ehrlich gesagt auch nicht wirklich wichtig, aber Papier will ich ungern wegschmeißen. Da ich eh was trinken muss, ich trinke die zwei goldroten Tees hier. Und dann klappt das auch. So. Jetzt habe ich ja alles. Ne? Nimm das Messing da noch mit. Dann würde ich sagen, einmal kurz zum Trader, aber ich möchte mich hier gerne noch weiterhin umgucken in der Stadt. Hier ist bestimmt noch so einiges Interessantes. So. Sehr schön. Den Rest habe ich ja alles. Ne? Den hatte ich. Wunderbar. Dann kommt die Tür noch mit und dann fahren wir einmal zum Trader. Ja. So. Da fällt mir ein, hier liegen noch Bücher. Naja, mit Papier drin. Gut. Einmal zum Trader. Unser Airdrop. Wo ist der eigentlich gelandet? Da. Den werde ich mir markieren. Den kann man sich später holen. Wegpunkt speichern. Was nehme ich denn da mal? In einem X. So. Falls er wieder verschwindet. Aber wo steht denn mein Motorrad? Hier irgendwo, ne? Komme ich hier runter? Ja, ne? Ja. Wunderprächtig.
So, warte mal. Du wirst eh verkauft, du wirst verkauft, du wirst verkauft. Du genauso, du auch. Du nicht, du auch nicht, du nicht, du nicht, du auch nicht. Das nicht. So, du wirst noch verkauft. Du ebenfalls. Du kommst rein, du kommst rein, du kommst rein. Du kommst rein. Genau wie du nochmal. Du. Noch irgendwas drin, das verkaufen soll? Nee, ne? Mö. Ich sehe da jetzt nichts. Der hier kann aber zerlegt werden. Denn, was schmeiße ich denn da noch rein? Aus Papier. So. Dann fahren wir da mal kurz hin zu dem Guten, wa? Der Trader war da. Didim, didim, das Motorrad grabbelt aber auch weg. Hier ist noch so ein Pornshop. Hier so eine Papierfabrik. Live-Musik. Was sind Dreiergebäude? Ostrich Hotel. Das ist ein anderes, ne? Oder? Bin mir da nicht so sicher. Didim, ja, auf jeden Fall will ich mich hier noch weiter umgucken in der Stadt. Hier scheint doch so ein bisschen was Interessantes zu sein. Wir können ja nicht immer nur die großen Fabriken machen. Das geht alles nicht. Wir haben ja jetzt Zeit bis zur Hordennacht. Da kann man ruhig mal ein bisschen Lugi-Lugi machen. Man will ja auch mal was Neues sehen. Dam, 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 dam. So. Den verkaufe ich einmal schön. Ich habe ganz vergessen, mal eben hier im Automaten zu gucken. Das machen wir gleich noch. Hallöchen. Hab da so einiges für dich. Da, da, dip, dip, dip. So, die Dose behalte ich mal, aber hier, das kriegst du. Ich repariere das jetzt nicht, ich verkaufe das jetzt so. Wir sind ja nun nicht gerade am Geld im Mangel. Ah, die Marken behalte ich mal, weil ich nicht weiß, ob ich eine Vierer habe. So. So. Ich glaube, ich habe die falschen Schrotzenmunitionsmobs getan, aber das ist nicht schlimm. Naja, gab auch immerhin 5000. Geguckt habe ich bei ihm ja schon. Warte mal, ich kann ja mal gucken. Hat er noch kleinere Stufe 5 Quests? Oder ich kann ja allgemein mal seine Quests durchgucken. Ah, das wäre Fabrik. Was hat er denn sonst noch so? Auch nochmal Stufe 5. Das wäre auch Fabrik. Ah, die haben wir ja alle schon gemacht. Das wäre Stufe 3. Household Ranch 2. Das hatten wir aber definitiv auch schon. Und hier Household Spanisch. Das weiß ich nicht, ob wir das schon hatten. Das kann man ja mal akzeptieren. Das müsste auch hier in der Stadt sein, oder? Was da oben? Okay, das ist ein Bereich, wo wir definitiv nicht waren. Das könnte was Neues sein. Aber ist zumindest nicht weit von hier. Geld sowieso drin. Das Problem ist halt, es passt nicht viel rein. Ich will hier aber auch ungern. Ja, ich habe die falsche Schrotzenmoney reingemacht. So. Wie viele das von euch machen, habe ich schon oft gesehen. Ich meine, ich kann verstehen, warum ihr das macht. Aber ich will hier ungern eine Kiste hinstellen, wo ich alles reinschmeiße. Weil dann muss ich extra wieder zurückfahren und die ganze Kiste wieder abholen. Was ich sowieso vergesse. Da verfährt man ja so unnötig viel Sprit und Fahrzeit. Nee, ich versuche lieber alles gleich mitzukriegen. Aber gut, da spielt jeder anders. Okay, die Quest ist anscheinend nicht hier in der City. Aber ich will trotzdem mal gucken, was da hinten ist. Ist ja nicht weit. Auf jeden Fall ist da das Verbrannte. Da möchte ich auch gerne noch reingucken. Ach, da vorne die Bude. Alles klar. Ja, gut, doch, das Haus kenne ich. Da waren wir, glaube ich, sogar schon mal, oder? Weil hier das Gras weg ist. Kann aber auch sein, dass ich mich täusche, dass hier gleich noch mehr weggeht. Das ist zumindest die Bude, wo. Hier ist ein Bunker unter. Das kenne ich. Ich weiß gar nicht, ob ich hier im Let's Play schon drin war oder ob das ein experimentell war. Aber hier ist ein Bunker unter. Jo. Gut. Denn wollen wir mal die Quest machen.
Allerdings in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüssi.